Was sind die Kopf-, Herz- und Basisnoten? Eigentlich kommen diese Beschreibungen aus der Parfümindustrie. Aber was wird da anders gemacht als destilliert? Das heißt, alles, was leicht flüchtig ist, sind die Kopfnoten. Die Noten, die länger bleiben, sind die sogenannten Herznoten. Die Noten, die lange anhalten, sehr, sehr lange anhalten, sind die sogenannten Basisnoten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Destillat beschreiben, als erstes riechen wir immer alles, was flüchtig ist. Alles, was flüchtig ist, sind zum Beispiel Zitrustöne, die riechen wir als erstes. Deshalb werden wir sie bei einer verbalen Beschreibung auch als erstes aufschreiben. Danach kommen die Herznoten und danach kommen die Basisnoten. Wenn man das Glas, ein leeres Glas hat, wenn man es verkostet hat, in das Glas hineinriecht, dann werden alle flüchtigen, alle Herznoten weg sein und die Basisnoten eines Produktes oder beziehungsweise einer Komposition werden immer im Glas stehen. Deshalb ist es wichtig, wenn man vor allem ein Produkt kreiert, kreieren können wir es aus Likör, wie auch immer, das heißt, wir verwenden Botanicals, wir verwenden Kräuter, dann sollte die Rezeptur immer so sein, dass Kopf, Herz und Basisnoten harmonisch sind. Wenn alles harmonisch ist, so wie im richtigen Leben, ist es einfach gut. Als Amuse-Gueule servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.